Lautstark mit Sam's Pizzaland. Pizza, Pasta, Burger. Essen wie bei Mami. Du schaust lautstark das Musik- und Kulturmagazin auf Star TV, Star TV 2 und im Web. Hallo und herzlich willkommen, wenn du vergangenes Weekend die grosse Privalo-Gala aus dem Kongresshaus in Zürich verpasst hast. Sind ja nur knapp 3 Stunden Live-Sendung gewesen. Kann ich dich beruhigen, wir zeigen dir im heutigen Lautstark-Special die besten Highlights aus der Sendung. Und volkstümlicher hätte sie nicht können sein, die diesjährige 43. Privalo-Gala. Es war der Pop-Rock, Gewünsch vom nominierten Mundart-Trio, der Alpentainer Traufer aus dem Berner Oberland. Als ich nominiert wurde für ein Privalo, ist mir das irgendwie in den Sinn gekommen, dass ich mit meiner Jugendband Airbag auch mal einen kleinen Privalo bekommen habe. Ich bin in einen Übungsraum suchen und ich habe ihn gefunden. Und vorne auf diesem Privalo ist das Jahr 1997 gestanden. Das heisst, es ist jetzt recht eine lange Zeit gegangen, vom kleinen Privalo zu einem grossen Privalo. Aber das soll auch bedeuten, vor allem für die jungen Künstler draussen, bleibt einfach dran, gebt nie auf, gebt Gas und vielleicht wird es irgendwann bis ganz auflängen. Der Gewinner in der Kategorie Newcomer kommt ebenfalls aus dem Volkstümlichen und geht an Männerchorgründer Georg Schlunegger. Ich muss schnell ausholen, ich bin in Grindelwald aufgewachsen. Eine Banlieue von Brienz, gell, getroffen. Wenn man dort Musik macht, dann denkt man nie daran, dass man mal hier steht. Im Gegenteil, man schaut am Samstagabend den Privalo im Fernsehen, nimmt mit dem Kassettengerät die Lieder auf, die dort kommen, und denkt so, wow, leck, das ist die grosse Welt. Und jetzt, heute Abend stehe ich hier, das ist ein Riesengeschenk, ich bin sprachlos, merci für mich. Ihr Sparte Schlager Sana Oesch, die dritte bereits zum zweiten Mal ein Privalo ab und entscheiden das Rennen neben den mitnominierten Michael von der Heide und Beatrice Egli für sich. Wir haben den Privalo vor 8 Jahren in der Sparte Volksmusik dürfen entgegennehmen, jetzt in der Sparte Schlager, vielleicht in ein paar Jahren im Rock und Pop. Danke vielmals, dass ihr uns nicht in eine Schublade steckt, weil Fettu hat sowieso nicht Platz. Am 43. ist der Privalo-Gala im Zürcher Kongresshaus stehen auch die Sieger der Privalo-Sprungbrett-Veranstaltungen, also im Nachwuchs im Showbusiness, auf der Bühne. Die Gigerin Eleanik, der Sänger Dave Bright, das volksmusikalische Trio Seewellen, das Jodel-Duett Patty und Steffi, Flamenco-Tänzerinnen De La Fuente y Montero. Und Special Act mit Ronja Bohrer und Nico Alesi. Ich singe sicher viel höher als du. Kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Vor Musik aber jetzt zum Film. Als beste Filmproduktion wird der herzerwärmend und für einen Oscar nominiert Animationsfilm Mavida Gurchette ausgezeichnet. Als beste TV-Produktion entscheidet der aufwendig produzierte Zweiteiler Gotthard neben Bauerledig sucht und 100% Schweizer Musik das Rennen für sich. Merci an das 100-köpfige Gremium. Wo uns da die 100-Köpfe, das 100-köpfige Gremium, das uns den Preis gibt. Für uns ist es wichtig und vor allem für mich auch, was kann öffentlich-rechtliches Fernsehen? Öffentlich-rechtliches Fernsehen hat den Auftrag, unsere Geschichten zu erzählen, Geschichten aus der Schweiz. Und der Privalo für die beste Bühnenproduktion vom Jahr 2016 geht an Cabaret, ihre Version vom Zürcher Bernhard Theater. Natürlich dem ganzen Team, danke vielmals. Wir können eben als private Produktion immer noch nicht wahnsinnig grosse Gagen zahlen. Und sie sind die, vor allem die Schauspieler, die jeden Abend auf der Bühne stehen und wirklich noch eine Arbeit leisten. Und das vergisst man manchmal, es sieht alles so leicht und locker aus, aber es ist wirklich ein Knochenjob und für das danke ich euch wirklich von ganzem Herzen.
In der Kategorie Cabaret Comedy übertrumpft der Fabian Unterecker, der Shootingstar Hazel Brugger und Stefanie Berger. Scheiße, das ist der falsche Text. Ja, nein, ich freue mich extrem, dass das funktioniert hat. Es ist eine tolle Sache. Ich bin ja ursprünglich nur hierher gekommen zum Fasten. Es hat zwei exzellente nominierte Steffi, mit denen ich auf Tournee sein. Ein super geiles neues Programm. Hazel, du bist so frech, wenn du so weitermachst, kann eigentlich den ganzen Bundestag in Koblenz zurücktreten. Ich finde es wunderbar. Alle danke tausend, die den Show sind, schauen. Wenn ihr gefunden habt, das ist lässig, schickt Freunde vorbei. Wenn ihr gefunden habt, ein Shit war, schickt eure Feinde vorbei. Ich freue mich riesig. Danke vielmals für das Vertrauen. Und ja, alle, die finden, Comedy braucht es. Danke vielmals! Als beste Schauspieler, Schauspielerin entscheidet sich die mehrköpfige Fachjury von Privalo für einen schauen Ursli Bösewicht Leonardo Nigro. Heute Mittag, Muttertag, wir sind alle zusammen gegessen, meine Freundin, unsere Kinder, meine Schwestern und natürlich meine Mami. Und dann hat sie mir gesagt, ich über die Vergangenheit geredet. Magst du dich erinnern an deinen ersten Auftritt? Und ich gesagt, ja, bin ich 6 gewesen. Ist gar nicht weit weg von hier, in die italienische Kirche, Theater, Sonntagnachmittag. Dann hat sie gesagt, weißt du noch, was du nachher gemacht hast? Ich sagte, ja, ich bin zu dir gekommen. Und zuerst, als ich gemacht habe, habe ich gefragt, wie bin ich gewesen? Und sie hat mich gestreichelt, hat mir einen Kuss gegeben und hat gesagt, bravissimo. Und das ist mir immer geblieben. Und dann hat sie mir gesagt, das habe ich wirklich nicht gewusst. Dann hat sie gesagt, was auch noch Besonderes war an diesem Tag. Und ich so, nein, es war auch ein Muttertag. Und jetzt, knapp 40 Jahre später, habe ich heute erfahren, dass es Muttertag war. Und heute, um den Muttertag, komme ich auch wieder einen Preis über. Weil mein erster Preis war das Streicheln und das Küsschen von meiner Mami. Das heisst, ich werde ab jetzt jeden Muttertag zusätzlich noch mit dem Privalo verbinden. Vielen herzlichen Dank. Ich weiss, es war jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber es ist mir egal. Mamma, ti amo! Und als Krönung wählen Zuschauerinnen und Zuschauer mittels Telefonvoting die Radio- und Fernsehmoderatorin Viola Tami zum Publikumsliebling 2016. Es ist wirklich ein kleineres Problem, weil ich hätte irgendwie wie mit allem gerechnet, aber nicht mit dem. Ich habe das Gefühl, ich bin im falschen Film. Ich habe meinen Kollegen gesagt, ich hoffe, dass ich irgendwie nicht das Letzte dort irgendwo auf der hintersten Rang bin und so, dass sie sich nicht mit mir schämen müssen. Quasi doppelt Gold und natürlich auch doppelt Freude für Pepe Lienhardt. Er gewinnt einerseits in der Kategorie Big Band und wird später noch mit dem Ehrenprivalo für sein Lebenswerk geehrt. Ein bewegender Moment. Jetzt habe ich natürlich beim Big Band Preis schon allen Danke gesagt. Aber jetzt bin ich völlig überwältigt und bin gerade ein bisschen sprachlos. Normalerweise habe ich immer etwas zu sagen zu allem. Aber das habe ich wirklich überhaupt nicht erwartet. Beim Big Band Preis habe ich es gehofft und habe mir gewisse Chancen ausgerechnet. Aber was jetzt auf mich zukommt, ist natürlich schon speziell. Und vor allem Abend, wo einfach alle da sind, im Schweizer Showbusiness, kann man sagen. Ich habe fast alle kennt, mit allen verbindet mich irgendwie eine Geschichte in den letzten 50 Jahren. Dass ihr alle hier steht, das ist für mich wirklich ein sehr berührender Moment. Ja, jetzt ist es wirklich sprachverschlagen. Aber vielleicht. Zahlreiche Showacts haben die glamouröse Gala im vollen Kongress aus Zürich abgerundet. Linda Fäh, Luca Henni, Natascha,
das Stradivari-Quartett mit Maya Weber und Team, Dance & Show Company sowie die Jungmusik KRT. Damen und Herren, das sind die besten Highlights vom diesjährigen Privalo 2017 im Lautstark. Also ihr seht, ihr habt eindeutig etwas verpasst an dieser Stelle. Lohnt sich also zum nächsten Jahr die ganze Sendung zu schauen auf Star TV, die Live-Übertragung vom Privalo. Wir sehen uns nächste Woche wieder und das lohnt sich ebenfalls zum Schauen. Lautstark, das Musik- und Kulturmagazin auf Star TV, Star TV 2 und im Netz. Bis dann, eine gute Zeit. Liebe Grüße aus Zürich. Tschüss. Lautstark mit Sam's Pizzaland. Pizza, Pasta, Burger. Essen wie bei Mami. Und nächste Woche exklusiv im Lautstark beim Pat Schreiber, der Dschungelkönig 2017, Mark Terenzi. Just another night, get my hopes up high. Just another call, you shut me down. When you broke the news about someone new, that's when everything just hit me, hit me. Oh, when the lights go out and there's nothing left here to try. And oh, when the walls break down, need to hang my heart out to dry. 'Cause I don't recognize you. 'Cause your heart's turned cold and you left this home. No, I don't recognize you. You were mine to hold, but you let me go. Now I don't. No, I don't recognize you no more. No, I don't. No, I don't recognize you no more. But you're not the one that I used to know. Tell me where this fell to pieces. What you're running from? Tell me what went wrong. Give you all I had, I miss you. Oh, when the lights go out and there's nothing left here to try. And oh, when the walls break down, need to hang my heart out to dry. 'Cause I don't. Thought that I could call you mine. What's in your eyes? I don't recognize. Your silence is our common ground. There's too much hurt to let it out. What's on your mind? I don't recognize you, change.